Bald hat meine Oma wieder Geburtstag. Da sie Blumen über alles liebt, möchte ich ihr einen Blumentopf schenken. Dieser hat eine ganz besondere Form. Kannst du erkennen, welcher? Richtig, er sieht aus wie eine umgedrehte Pyramide. Ich habe dafür extra ein goldenes Geschenkpapier besorgt, um den Blumentopf zu verpacken. Doch wie viel Papier brauche ich eigentlich? Kannst du mir vielleicht dabei helfen? Genau. Zuerst müssen wir den Papierbogen nehmen, die Seiten des Blumentopfs abmessen und ein Netz einer quadratischen Pyramide darauf zeichnen. Dann schneiden wir das Netz aus. Und schon sind wir fertig. Nun wollen wir aber wissen, wie groß ist denn der Flächeninhalt dieses Netzes? Also wie groß ist die Oberfläche des pyramidenförmigen Blumentopfs? Wie bei Prismen können wir die Oberfläche berechnen, indem wir die Grundfläche und die Mantelfläche addieren. Da ein Pyramidennetz aus einer Grundfläche und einer Mantelfläche besteht, stellt es die Oberfläche der Pyramide dar. Je nach Form der Grundfläche besteht die Mantelfläche aus unterschiedlich vielen gleichschenkeligen Dreiecken. Schauen wir uns daher das Netz unseres Blumentopfs an, welches die Form einer quadratischen Pyramide hat. Bei der quadratischen Pyramide besteht die Mantelfläche aus vier gleichen Dreiecken. Und wie du bereits weißt, wird die Fläche eines Dreiecks berechnet, indem man eine Seitenlänge, also in unserem Fall klein a, mit der dazugehörigen Höhe, ha, multipliziert und deren Produkt durch 2 dividiert wird. Pass dabei auf, dass du die Höhe der Dreiecke nicht mit der Höhe der Pyramide vertauscht. Da die Mantelfläche der quadratischen Pyramide aus 4 gleichen Dreiecken besteht, multiplizieren wir den Flächeninhalt eines Dreiecks mit 4 und erhalten somit die gesuchte Mantelfläche. Die Mantelfläche wird nun zur quadratischen Grundfläche a mal a addiert, um schlussendlich die Oberfläche der Pyramide zu erhalten. Nun kannst du mir helfen, zu berechnen, wie viel Quadratzentimeter Papier ich für das Geschenk an meine Oma benötige. Ich habe dir dafür alle wichtigen Größen, die du zur Berechnung benötigst, eingeblendet. Pausiere nun das Video und vergleiche dein Ergebnis anschließend mit der Lösung. Sehr gut, du hast richtig gerechnet. Ich benötige 3900 Quadratzentimeter Papier, um den Blumentopf zu verpacken. Da sich das Geschenkpapier jedoch beim Verpacken überlappt, ist es sinnvoll, eine etwas größere Fläche aus dem goldenen Papier auszuschneiden. Falls du nun dein eigenes Wissen zur Oberfläche von Pyramiden testen möchtest und mutig genug bist, die Oberfläche von unterschiedlichen pyramidenförmigen Körpern zu berechnen, dann schau dir das passende Video Mastery Pyramide Oberfläche an. Bis zum nächsten Video!